Wow, es hört nicht mehr auf, ne? 2700, da geht jetzt erstmal nichts. Am Ende dieses Tages geht wahrscheinlich wieder was. Zieh jetzt erstmal die ganzen Etagen noch weiter. 24. Wow. 25. Einfach nur wow. Gut, jetzt. Das reicht. Das reicht erstmal. Denn wir haben hier 91. Obwohl, da geht noch was. Muss ich jetzt tatsächlich mal zugeben. Genau, der hätte auch gleich durchgehen können. So. Dann noch ein paar Wohnungen. Direkt. So. Und direkt. Ah, das war blöd. Wir haben nämlich noch gar keinen Strom. Da noch gar keinen Strom. Ja. Und da auch noch gar kein Wasser. Das wird jetzt auch nicht bis dahin reichen. Aber doch. Cool. Vaseglück. Okay. Okay. Brauchen wir wieder Geld. Sehe schon. 300 Einfluss. Okay, bald haben wir alles freigestellt. Freigespielt. Sieht gut aus. Gucken wir uns dann auch mal unsere Zufriedenheit an. Die sieht nicht ganz so gut aus. Was habe ich gesagt? 2430. What? Ja, ich habe original 700 momentan. Da geht also noch nichts. Ich hatte gehofft, da geht was. Was ist denn hier los? Die Bewohner wiegen unglücklich hier. Warum? Weil ich ihn jetzt umbenannt habe in Pnies. Oder was? Was ist denn los hier? Warum wirkt ihr unglücklich? Rentabilität. I don't care. Ästhetik, I don't care. Ausblick, Verkehr. Verkehr, I don't care. Aber da geht echt nicht viel. Ist gut. So, Aufzüge, Lärm, Gerüche. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte aber der Lärm sein. Bin mir nicht sicher. Nehmen wir dann. So, Zufriedenheit, nicht so. Okay. So, der Tageswasserglück gleich schon wieder rum. Müssen aber schon wieder renovieren. Dringend. 4000. Ist unser Kredit jetzt eigentlich mal abbezahlt? Ja. Gut. Dann gibt's nämlich jetzt erstmal wieder ordentlich Geld. So sieht's aus. Ja, komm, tu es. Alle renovieren. Tschüss. Und dann lassen wir hier direkt noch welche einziehen. So. Und das war's schon wieder für den Tag. Ist original 2 Uhr morgens schon, haben wir kein Geld mehr. So muss das. Oh, Wasserproblems, weil 117% ist natürlich dezent viel. Wasser, yo, 500, there you go. So, 94% besser. Der Strom, 94%, okay. Geht also noch, gerade so. Okay. Gut, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns die Zufriedenheit reinzuziehen. Was ist denn da los, Mann? Wir liegen unglücklich. Timothy, ich hasse diese vielen Stufen. Dann fahr mit dem gottverdammten Aufzug. Der ist da drüben. Opfer. Opfer. Das ist der Danny. Okay. Der Penis. Wie schön, dass ich ein bisschen einkaufen konnte. Ja, Penis. Das ist toll. Okay, gut. Der Penis. So. Wer bist du? Laura. Wenn es hier nur ein paar Aufzüge geben würde. Potze, lauf die 3 Meter. Was zur Hölle? Also echt, die Treppen kannst du mal in den... Es hat einen schrecklichen Unfall in einer der größten Farbenfabriken dieser Region gegeben. Es ist schwer, noch Farben zu finden. Alles, was sie finden, ist extrem teuer. Bis die Fabrik wieder funktionstüchtig ist, sind alle Renovierungs- und Umzugkosten um 50% erhöht. Nicht cool. Also nicht renovieren. Please. Na, ihr könnt ihn renovieren. Ihr habt kein Geld. Gut. Dann renovieren wir jetzt echt erstmal nicht. Aber gerade mal gucken.
Ja gut, es geht noch. Kann schlimmer sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Läuft. Lol. Na komm. Haust rein. Boom. Und 5600. Also die Gewinnspanne steigt definitiv wieder an. Da können wir die erstmal da raushauen. Bam. Bam. Yo. Yo. Und jetzt nicht zu vergessen, Wasser und Strom. Ah, müssen wir doch hier machen. Zack. Und Wasser. Auch. Oh Mann. Okay. Und dann hoffe ich, dass das da reicht. Was ist hier? 94% und 94%. Wir werden sehen, ob es reicht. Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Aber mit diesen einfachen Apartments können wir ja Donald Trump-mäßig echt die Kohle aus dem Arsch der Leute ziehen. Das hilft ja schon mal erstmal. Wenn es doch hier nur ein paar Aufzüge geben würde. Wir hätten das natürlich auch als abgetrennten Bereich machen können. Oh, hier hat man sehr viele Möglichkeiten. Also ich sehe schon kommen, dass wir hier noch ein paar Seasons mehr machen müssen. Was ist denn los? Was? Warum ist der denn böse auf uns, der Mülleimer? Was haben wir dem denn getan? Scheiß Mülleimer. Oh, 106%. Nicht, dass ich das nicht schon irgendwie gerochen hätte. 96% und hier so 101%. Das war mir sowieso klar. Strom. So, jetzt müssen wir aber langsam echt mal anfangen, hier aufzurüsten. 95%. Gut. Der Mülleimer ist immer noch böse auf uns, verdammt. Was ist los mit dem? Was ein Sack der Mülleimer doch ist. Ach ja. Crack. Eimer. Zufriedenheitskarte, bitte. Die sind zufrieden, aber ihr... Mi. Oder? Gucken wir mal. Ich hasse diese vielen Stufen, dann zieh aus. Geh dir ein Wichsen. So sieht's aus. Automatische Renovierung für 8 Einheiten. Haust du raus, die Kohle. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wo ist denn das Crackbüro? Da. 7000. Nice. Okay. Raus damit und dann haben wir immer noch genug Geld. Sehr geil. Jetzt können wir uns bald hier auch mal was leisten. Zu viel Müll. Zu viel Müll. Abfall. Na? Da, perfekt. Komm, lager da den Schiss. Und dann ist die Mülltonne vielleicht auch nicht mehr sauer auf uns. Vielleicht, mit Glück. Das nenne ich mo krank. Aber vielleicht werden wir die Büros von unten ja auch weiter nach oben verlegen. Das müssen wir uns dann mal geben. Vielleicht. Ich hasse diese vielen Stufen. Ich sag nichts mehr. Zu den Stufen auf jeden Fall. Weil irgendwie sind die hier echt die einzigen, die das stört, oder? Der ist 3 breit, ne? Der blöde Aufzug. Ja. Jetzt würde ich hier noch einen hinbauen. Weil da scheint er irgendwie keinen Sinn zu machen. Das nächste Mal baue ich das Ding mitten rein. Mitten rein! Einer ihrer Energiezähler ist kaputt. 101%. 101% sollte noch laufen, auf jeden Fall. Yo, calm your tits. What the fuck? Mieter ziehen aus. Ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Der nächste kommt bestimmt. Und irgendwann ist einer auch bestimmt zufrieden da. Ja, von euch Gesichtern. Hopp. Piss dich, Junge. So sieht's aus. Nächste. Einziehe, lasse. Boom. Boom. 85. So, hier haben wir jetzt schon mal 300 Kunstgalerien. Kostet nichts. 300 Einfluss. Raushaue. Dim, dim. Okay, gut. So, wie sieht's denn hier aus? Versorgungstechnisch. Kein Strom, damit sicher doch keine Telefonie. Super. Ich bin begeistert. Abwarte. Kann ich das hier eigentlich wieder abreißen? Stimmt, ja.
Weil ich mache daraus jetzt wieder ein geschlossenes Gebäude, weil ich es kann. So. Komplett einmal geschlossen. Und 9 Mieter renovieren. My ass. 7100 plus. Gut. Dann versorgen wir hier jetzt erstmal Strom. Da auf jeden. Hier auch. Die trocknen schon wieder aus ohne rum. Ich sehe schon. Zu wenig Wasser oder was? Zu wenig Wasserversorgung. Na, eigentlich nicht. What is the problem? Zu wenig Wasserzähler. Fucking Bullshit. Fucking Bullshit. Gut. Wasserzähler. Dann eben noch eine. Und der Strom sieht jetzt wahrscheinlich auch wieder uncool aus. Offensichtlich. Gut. Dann Strom. So. Und als nächstes müssen wir wirklich upgraden. So viele Stromzähler da unten. Das ist ja nicht mehr normal. So. Strom haben wir jetzt hier schon mal verlegt. Dann brauchen wir nur noch mal Wasser. What? What? So. What, what? Up my butt. So, und natürlich Treppe. Häuschen. So. Passt. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Zufriedenheit natürlich. Ja, schon besser. Und dann gibt's neue Wohnungen. So. Und so. Gut. Wir sind erst in der 20. Etage, ne? Vielleicht werden wir die Büros wirklich weiter oben hin machen. Na, ne, ne, mal gucken, was sich ergibt, ja. Und dann hauen wir jetzt natürlich wieder einfach Bewohner da rein. Boom. Boom. Die können wir natürlich später zu Luxus-Apartments upgraden. Einfaches Studio, abatmend. So, dann haben wir doch hoffentlich genug Einwohner. Jetzt vielleicht mit Glück. Nicht sicher. Sehen wir dann. So, ihr renoviert jetzt hoffentlich nochmal eine Runde. Weil ihr es könnt, habe ich gehört. Ja, nicht ganz, aber doch ein bisschen was wenigstens. Und wenn wir genug Tamtam haben, dann starten wir nochmal. Ach Gott, zu wenig Wasser. Hm? Ja, einer ist aber auch schon wieder kaputt. Jetzt nicht mehr. 98 ist aber auch schon hart an der Grenze. Kosten denn die größeren hier? 2000. Ja gut, da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Strom upgraden, wenn wir denn 5000 haben. 8000. Auch gut. So. Und zwar kostet dieser große Stromzähler, ich mach gerade mal Pause, was kostet der denn? 5000, 1500 am Tag. Aber das sollte sich eigentlich rentieren. Zumindest hoffe ich das. Weil sonst war das jetzt komplett unnötig. So, Strom. Rose, Travo, boom, 5500. So, der sollte Produktions insgesamt, ja, guck mal, auf viel weniger Platz produziert er 1000-mal mehr Strom. Das heißt, wir haben jetzt erstmal genug Strom. Definitiv. Gut. Beziehungsweise ja eigentlich sogar schon zu viel. Das sind jetzt 58%, der kann weg. 60% weg. Weg. 64. Zu viel, 71. So. Die kriegen ihre Stromversorgung dadurch. Ne, die haben gar keine. Gut, dann können die theoretisch auch noch weg, weil 77 weg, 80 weg. So, alles klar. Dasselbe machen wir in der Hälfte die anderen Dinge auch noch. Es sieht auf jeden Fall besser aus. So, weiter geht's. Dadum, dadum. Dadadadadad. Zufriedenheit. Die Treppen, die miesen Treppen. Weißt du was? Dann ziehe ich euch halt ein bisschen die Miete runter. Fucking. Wenn euch die Treppen so sehr stören, weil ihr Pussys seid. Gibt's halt nur noch 75%. Das reicht jetzt aber hier euch erstmal, hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Weg. Aus. Null Bewohner. So, 89. Jetzt haben wir es ja wohl hoffentlich bald. Boah, was ein Gewusel, wa? Was ein Gewusel. So, das mit dem großen Stromkasten ist echt cool. Und ja, das mit den Wohnungen sieht jetzt auch besser aus. So habe ich mir das gehofft. So habe ich mir das gehofft. Gut, Deutsch.
Jo. Läuft, 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 läuft. Da haben wir schon mal ein bisschen was expandiert. Allerdings müssen wir eine ganz klare Abgrenzung machen. Die wievielte Etage ist denn das da? Die 19. Das heißt, in der 20. und 21. hätte ich gerne eine Lobby. Eine Sky-Lobby. Und das machen wir dann auch. Genauso wie hier kommt noch eine Lobby hin, sobald wir dann alle verloren haben. Wo geht's? Nee, Quatsch, den da ziehen wir mal um. Was braucht er? Umziehen. Dahin. Und dann braucht er mindestens mal Strom. Ah, Strom hat er auch. Eventuell ein Telefon. Ne, das hat er da unten auch nicht gehabt. Gut. Passt. Weil dann können wir hier draus echt eine komplette Lobby machen später. Das wäre natürlich nicht zu verachten. So, das läuft alles. Aber, ja, ich denke, das war's für heute, ne?